Ja, erstes Video hier, erstes Interview im neuen AeroTech Experience Hub. Direkt dich als neuen Teamfahrer hier zu Gast. Willkommen. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. Ja, ich bin Max Becker, komme aus Fulda, bin 17 Jahre alt und fahre seit diesem Jahr fürs AeroTech Racing Team. Seit wann fährst du grundsätzlich Fahrrad oder Mountainbike? Seit 5 oder 6 Jahren, ja, Pi mal Daumen, 6 Jahre, glaube ich. Ja, also seitdem du 5 bist in etwa. Genau. Wie bist du zum AeroTech Racing Team gekommen? Ja, man kannte sich halt so auf den Rennen, kam halt ein bisschen ins Gespräch. Hab dann von Dennis letztes Jahr ein paar Sachen bekommen zum Testen, war ziemlich zufrieden mit. Ja, und so kam man in Kontakt und ja, seit November steht es fest, dass ich dieses Jahr fürs Racing Team fahre. Wo bist du letztes Jahr alles an den Start gegangen? Das heißt, wo konntest du mal unsere Produkte ausgiebig testen? Ich bin alle DHCs gefahren, also IXS Downhill Cups, alle European Cups, außer Verbier. Und ich glaube, ich war auf 5 Weltcups. Ja, Schweiz, Österreich, Andorra, Frankreich. Ja. Also gut rumgekommen. Ja. Erstes Teamcamp liegt jetzt hinter euch, wir hatten Sanremo, kurz nach Weihnachten, jetzt übers Neujahr. Wie ist so für dich das erste Gefühl so im Team, so das Ankommen, die ersten verschiedenen Produkte mal testen, da mal so ein bisschen eingebunden sein, wie ist so das erste Gefühl für dich? Ja, freut mich auf jeden Fall, für das erste Mal jetzt für ein großes Team, sag ich mal, zu fahren. Wir waren jetzt 10 Tage in Sanremo, wie du schon gesagt hast. Ja, haben uns halt so ein bisschen eingefunden, zusammen mit Steffen, Live und Lea. Ja, hat Spaß gemacht. Wir konnten ein paar neue Produkte testen, ein paar neue Griffe, neue Vorbauten, die bald kommen werden. Nee, war cool. Freue mich. Was ist so eine Sache, wie stellst du dir die nächste Saison vor? Worauf freust du dich? Gibt es so irgendwas, auch ein Event, sag ich mal, worauf du dich freust? Ja, Winterberg und Willing sind immer so Highlights, weil das halt auch ein Heimrennen für AeroTech ist. Und auch quasi für mich ist eigentlich mein Heimbikepark. Ja, und die Deutsche Meisterschaft, wahrscheinlich in Ilmenau. Ja, das Ziel ist natürlich, den Titel zu holen. Ja, und AeroTech unterstützt mich dabei. Du bist jetzt das zweite Mal hier bei uns im Experience Hub, beziehungsweise grundsätzlich bei AeroTech. Als das letzte Mal hier warst, war es noch nicht in diesem Stadion, wie wir es jetzt hier haben. Wie ist für dich so die Wahrnehmung vom ersten Kontakt, sag ich mal, vom Rennen, so das erste Mal AeroTech kennenlernen, hinzu, du stehst hier, du gehst durch die Firma, du siehst die verschiedenen Bereiche wie Testcenter, wie Fertigung, du lernst die Mitarbeiter kennen. Wie ist so die Wahrnehmung für dich so nach dem ersten Mal hier? Also ich wusste schon, dass es eine große Marke ist, aber dass es doch so eine große Brand ist, habe ich nicht gedacht. Ist vor allem beeindruckend, wie die Lenker oder an sich alle Produkte hier getestet werden im neuen Experience Hub. Ja, und ist schon eine Ehre für so eine große Fahrradmarke zu fahren und auch ja, bewundernswert, was da noch alles an AeroTech bzw. Humpert dranhängt. Das heißt, du machst ja gerade einen sehr, sehr hohen Druck, das merkst du, ne? Ja, du hast ja auch ein bisschen was mitgekriegt mit Farbe. Du hast vorher unseren Oldslick-Vorbau gesehen, unser regulärer Bass-Vorbau, der jetzt mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Farbe, ein bisschen was für dich am Fahrrad? Ja, gerade so fürs Enduro oder fürs Dirt-Jump-Rad finde ich so eine coole Sache. Vor allem ist halt mal was Auffälliges, woran man auch AeroTech wahrscheinlich dann wiedererkennt. Ja, finde ich eine coole Sache. Saison geht so langsam wieder ins Rollen, jetzt am Teamcamp in Sanremo. Erste Rennen steht an im April, Fort William. Wie sieht für dich so deine weitere Saisonvorbereitung aus, jetzt wenn es so in Richtung, ja gut, man ist noch mitten in der Offseason, aber so langsam geht es ja doch wieder stark auf die Saison zu. Wie sieht für dich so die Vorbereitung aus? Ja, ich trainiere halt viel daheim, Gym, viel Cardio, viel Kraft, viel Mobility. Gehört halt dazu, auch um Verletzungen vorzubeugen. Ja, wir wollen mit dem Team noch ein paar Mal weg nach Maribor jetzt im Februar demnächst. Oder vielleicht nochmal nach Mallorca zum Gravel fahren.
ja, läuft eigentlich alles und ich denke, ich bin einigermaßen fit für die nächste Saison. Wie sieht deine Zielsetzung aus, Weltcup? Worauf hast du Bock? Auf jeden Fall Top 25, um ins Finale zu kommen. Ja, wäre auf jeden Fall mal ein Ziel, vor die Kamera zu kommen. Ja. So, und die wichtigste Frage, wieso Ergotec oder wieso speziell als wichtigster Komponente, wieso ein Ergotec-Lenker? Weil ich selber hier vor Ort bin oder auch schon war und ich gesehen habe, wie die Lenker getestet werden. Kannst du ja mal einblenden. Kommt. Ja, und der Flex gefällt mir einfach extrem gut von dem Lenker und ja, dass wir halt mit den Produktmanagern einfach ein bisschen rumspielen können an den Lenkern und ja. Sehr schön. Ja, okay, jetzt läuft es eh schon. Ja, ich weiß, das war jetzt extra, damit ich das Fußklatschen von Max drauf habe. Was ist deine, ich sag mal, deine dämlichste oder peinlichste Aktion auf dem Rennen, wo du im Nachhinein nur mit Kopfschütteln drüber nachdenkst, was ist da so für dich im Kopf geblieben? Ich glaube, das war Bellwald. Da habe ich mein Numberplate, also meine Startnummer, vergessen. Bin hoch zum Start, wurde natürlich nicht zugelassen ohne Startnummer. Musste wieder den ganzen Weg runter beim Lift, musste Startnummer dran machen. Mich dann wieder anstellen eine Stunde und ja, hat lang gedauert. Ich glaube, das war so die dümmste Aktion. So, und zum Schluss gibt es noch was zu gewinnen. Diesen tollen Ergotec-Vorbau mit der neuen Euslick-Farbe. Ja, was ihr dafür tun müsst, erklärt der Dennis euch. Ja, Ergotec Bike Parts einmal folgen bzw. Kanal abonnieren, einmal Daumen hoch und einen Kommentar da lassen, auf welchem Fahrrad ihr den Vorbau verbauen wollt. Alle weiteren Informationen dazu gibt es in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Interview spätestens auf dem ersten Rennen. Auf jeden Fall. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Wir sehen uns.